herzlich zu diesem Slot hier begrüßen, zum ersten Vortrag in diesem Slot. Markus Sapke-Gründermann kennen wir ja alle, diesmal über Mercurial. Genau. Bitte. Ja, danke. Ja, schön, dass ihr alle trotz der frühen Stunde und der späten Stunde gestern gekommen seid. Ja, kurze Übersicht. Ist wirklich kurz. Ein Slide zu mir, zwei, drei Slides zu verteilten Versionskontrollsystemen und Mercurial im Allgemeinen. Dann größerer Teil Slides Einführungsthemen und dann auch ein größerer Teil fortgeschrittenen Themen. Genau. Ja, ich mache seit 2001 Softwareentwicklung. Früher mit Perl oder PHP, inzwischen eigentlich hauptsächlich mit Python und da dann auch viel mit Django und Mercurial. Seit 2008 mache ich das selbstständig und seit 2011 zusammen mit ein paar Partnern als Firma. Was hier nicht draufsteht, das fällt mir jedes Mal ein, wenn ich einen Slide angucke, dass ich es nicht draufschreibe. Ich mache auch noch so einen Podcast zusammen mit Frank Becker, der hier gestern einen Django-Vortrag gehalten hat. Imports This, ein Python-Podcast. Also, falls ihr sowas interessiert seid, mal schauen. Den gibt es so bei iTunes und bei, wie heißt das andere, BitLauf und so überall zum Herunterladen. Und auf unserer Website natürlich auch import-sys.de. Genau. Ja, verteilte Versionskontrollsysteme sind ja sozusagen das Gegenteil von zentralen Versionskontrollsystemen. Und unterscheiden sich von diesen dementsprechend stark natürlich auch. Der erste große Unterschied ist, dass halt kein zentrales Repository nötig ist. Man kann trotzdem eins benutzen, wenn man das möchte, weil man im Team arbeitet und eben zum Beispiel die Dinge miteinander austauschen möchte, aber es ist halt nicht unbedingt nötig. Und der nicht vorhandene Zwang für ein zentrales Repository ermöglicht eben auch ganz neue Strukturen für die Repositories und für die verschiedenen, Teilnehmer an dem Austausch des Quellcodes. Bei einem verteilten Versionskontrollsystem hat jeder Client eine komplette Kopie des Repositories. Das heißt also, dass eigentlich alle Operationen bis auf das Schicken von Changesets zu anderen Geräten und das Lesen von Changesets von anderen Geräten lokal erfolgen können, dementsprechend ohne Netzwerkverbindung, dementsprechend sind die schnell. Und das ermöglicht eben ganz neue Entwicklungsmodelle. Man kann also ganz anders Software entwickeln als noch vor ein paar Jahren, als das ausschließlich hier war noch Musik an. die habe aber nur ich gehört. Das hat mich irritiert. ja, man kann durch diese neuen Entwicklungsmodelle halt auch so ganz neue Techniken benutzen. Cherry Picking zum Beispiel, dass ich mir also aus verschiedenen Zweigen meiner Software Changesets raussuchen kann und einfach zu neuem Release zusammenbauen kann. Oder ich kann halt auch einfach in lokalen Branches entwickeln, die dann später einfach mergen. Und es ist auch viel leichter natürlich durch solche Sachen, auch wie GitHub und Bitbucket geworden, einfach Forks von Projekten zu machen, wo man was ändern will und dann in den Forks zu arbeiten und Pull-Requests zu machen. Das war ja vor ein paar Jahren, für die, die das noch schon früher gemacht haben, wesentlich komplizierter. Mercurial ist so ein verteiltes Versionskontrollsystem. Es gibt es seit 2005. Das ist entstanden, weil der Linux-Kernel das Versionskontrollsystem, was bis dahin benutzt worden ist, BitKeeper, nicht mehr weiter benutzen konnte, wollte. Und der Matt Meckel, der das Projekt gestartet hat, der hatte da quasi die Idee, ein System zu schreiben, was unter anderem für den Kernel benutzt werden sollte. Die Geschichte kennen ja sicherlich alle. Linus Torvalds hat selber auch ein System geschrieben, Git. Und das ist das System, was eben für Linux-Kernel benutzt wird.
Mercurial ist aber trotzdem weiterentwickelt worden und wird heute auch von vielen eingesetzt. Es ist fast komplett in Python geschrieben. Also bei der ersten Version in 2005 waren es 600 Zeilen Python-Code. Inzwischen bei dem aktuellen Release-Candidate, der jetzt gerade draußen ist von einem 2.4er-Release, sind es 62.000 Zeilen Python-Code. Das ist so ungefähr 86% von der ganzen Codebase. Dadurch, dass es Python ist, ist es natürlich komplett plattformunabhängig. Und was Mercurial auszeichnet, denke ich, ist, dass es halt leicht zu erlernen ist, weil es ein sehr klares Interface hat und mit den Optionen nicht so verwirrend ist. Und es ist leicht erweiterbar durch Extensions, die man in Python schreiben kann. Okay, dann gehe ich mit der Einführung. Als erstes muss man natürlich Mercurial installieren. Das geht am leichtesten mit pip install mercurial. Wer jetzt eine Distribution benutzt mit einem Paketmanager, kann das natürlich auch damit installieren. Da hat man dann sicherlich nicht immer die aktuellste Version. Das nächste, was man machen sollte, ist sich eine .hgrc-Datei anlegen. Man kann auch die Datei unter Windows.hgrc nennen, aber da kann man sie auch mercurial.ini nennen, wenn man möchte. Ist natürlich für Windows an sich komfortabler, da eine ini-Datei zu benutzen, weil Windows mit der besser klarkommt. Und das Minimum, was man machen muss, ist so eine UI-Section anlegen. Die Section wird hier durch die eckigen Klammern markiert und darin den eigenen Username definieren, weil der wird in den Commit reingeschrieben und wenn man da nichts einträgt, dann ist das halt eher schlecht. Und in der Regel erfolgt das halt so, dass man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse in spitzen Klammern angibt. Alles Weitere macht man dann hiermit. HG ist ja das Elementzeichen, Bezeichnung für Quecksilber, was ja Mercurial heißt und daher wurde das natürlich dann auch als Kommandozeilen Zeichner gewählt für das Tool. Also alles, was ich mache, mache ich mit HG. Dementsprechend ist das Erste, was wir jetzt machen müssen, um erstmal ein neues Repository anzulegen, HG init. Ich habe immer auf den ganzen Slides die Kommandos, die wir benutzen, immer rot gemacht, dass man das in den ganzen Textwüste so ein bisschen besser sehen kann, um was es sich eigentlich immer dreht. Also die Mercurial-Kommandos. Und das Erste, was wir jetzt hier machen, ist hginit myproject. Das legt dann gleich ein neues Verzeichnis an und das Verzeichnis ist dann ein Mercurial Repository. Ich kann auch in ein bestehendes Verzeichnis gehen, in dem Verzeichnis nur hginit machen, ohne was anzugeben, dann wird das Verzeichnis, in dem ich gerade bin, zu einem Mercurial Repository. Wenn ich dann in dem Verzeichnis bin und mal nachschaue, sehe ich, dass dann ein .hg-Verzeichnis angelegt wurde. Und dieses .hg-Verzeichnis, das enthält dann die ganzen Commits und die ganzen Metadaten von dem Mercurial, das ist das Repository quasi. Daran erkennt man auch Mercurial Repository, wenn so ein .hg-Verzeichnis da ist, dann ist alles, was da drin ist und darunter ist, ein Mercurial Repository. Okay, dann legen wir eine Datei an, schöne kleine Hello World-Datei und sagen mal hg-Status und wir kriegen so eine Ausgabe, wo dann steht die Datei HelloPy, die wir gerade angelegt haben, mit einem Fragezeichen vorne dran. Bedeutet also, die Datei ist Mercurial noch nicht bekannt und wir müssen erstmal Mercurial sagen, was mit der Datei passieren soll. Sagen also hg-add. Wenn ich hg-add ohne eine Datei aufrufe, also ohne dass ich jetzt sage, die oder die Datei sollst du hinzufügen, was ich auch machen könnte, fügt einfach alle Dateien hinzu, die ab dort im Verzeichnisbaum bis nach unten hin liegen, was auch immer da kommen mag. Und Mercurial gibt mir dann auch alle aus. Wenn ich hg-add HelloPy gemacht hätte, dann hätte ich keine Ausgabe von hg-add bekommen. Wenn ich aber hg-add ohne was mache, dann gibt er mir alle Dateien aus, die er hinzufügt, weil wenn ich das in einem sehr großen Verzeichnisbaum mache, dann passiert ja vielleicht was ich gar nicht will und so sehe ich das dann wenigstens. Das ist auch so ein Grundprinzip bei Mercurial. Man kriegt halt immer eigentlich eine sinnvolle Antwort von dem Tool und nicht bloß einfach gar nichts oder eine kryptische Meldung, was vielleicht passiert sein könnte. Und wenn ich jetzt nochmal hg-Status mache, diesmal allerdings in der Alias-Variante. Es gibt für viele Kommandos im Mercurial Alias, zum Beispiel st für Status. Muss man halt weniger tippen, weil Status muss man nun mal relativ häufig eintippen, um den Status seines Repositories zu überprüfen. Dann sehe ich, dass das HelloPy jetzt vorne ein großes A vorhat, was bedeutet, es wurde hinzugefügt, also added. Jetzt kann ich meinen ersten Commit machen. In dem Fall nehme ich den -M-Schalter, um die Commit-Message zu schreiben, weil normalerweise kann man auch Commit ohne -M und die Message aufrufen, dann geht ein Editor auf, den Editor, den man konfiguriert hat. Aber das hätte ich jetzt hier auf dem Slide schlecht darstellen können, so ein Video oder so. Wenn ich den Commit gemacht habe,
Da bekomme ich keine Rückmeldung. Ich kann dann aber, es auch eigentlich nichts zurückzumelden gibt an der Stelle, ich kann dann aber nachschauen und kann dann sehen, okay, mit HG-Log, was ist jetzt in meinem Repository drin? Da wird ja ein Logbuch geführt sozusagen, es wird ja protokolliert, was passiert alles mit dem Repository, und ich sehe halt, ich habe meinen ersten Commit gemacht. Und an dem Commit können wir jetzt schon mal eine ganze Menge Sachen sehen. Wir können oben sehen, bei ChangeChat steht eine 0, Doppelpunkt und dann ein kryptischer String. In Mercurial bekommt ein ChangeChat immer zwei IDs. Nämlich einmal eine numerische, das ist die 0 vorne auf der linken Seite vom Doppelpunkt, und die wird hochgezählt, stur immer weiter an meinem Repository. Die wird aber jedem Repository anders hochgezählt, weil ja jeder anders arbeitet. Wir sind ja dezentral. So, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite und der macht noch zwei Commits mehr, dann ist der halt schon bei 2 und ich bin immer noch bei 0. Und wenn ich dann einen Commit mache, der ist dann 1, dann ist meine 1 eine andere 1 als seine 1. Das heißt also, wenn ich mich mit anderen Leuten über Commits unterhalte und sage, hier, guck dir mal den Commit an, dann muss ich immer das rechts vom Doppelpunkt benutzen, den Hash. Weil das ist ein kryptografisch sicherer Hash, der ist normalerweise auch noch viel länger. Aber wir sehen nur die ersten 12 Zeichen, weil die in der Regel ausreichen, um eindeutig bestimmen zu können, ob das ChangeSet ist oder nicht. Und das ist überall gleich. Und das wird auch von Mercurial dazu benutzt, um eben sicherzustellen, dass alle auf den gleichen Code gucken und dass auch der Code nicht verändert werden kann, weil dieser kryptografische Hash an der Stelle sichert auch gleichzeitig, dass sich Commit-Message, Datum und Inhalt des Commits nicht mehr verändern kann, weil das ist alles Teil dieses Hash-Wertes. Und wenn ich logischerweise jetzt in dem Change-Set sozusagen was verändern würde, die Commit-Message oder den Code, der daran enthalten ist, dann würde das mit dem Hash nicht mehr zusammenstimmen und dann würde Mercurial sagen, das Repo ist kaputt. Ansonsten sehe ich hier natürlich noch meinen Namen, den ich vorhin schon konfiguriert hatte, Datum und Uhrzeit, Zeitzone und meine Commit-Message. Ja, dann füge ich einfach nochmal eine neue Zeile an die Datei an, gucke mit Status nach und sehe, vorne steht ein M davor, nicht mehr ein A und nicht mehr ein Fragezeichen, weil M wie modified, ich habe die Datei geändert. Und jetzt kann ich mit HG-Diff mir die Änderung auch angucken und kriege ein Diff, das ist in den meisten Fällen dann sogar auch farbig. Ich habe es hier mal einfach über sich selber schwarz-weiß gelassen. Und ich sehe natürlich hier unten auch nochmal schön, ich habe meine erste Zeile und meine zweite Zeile mit dem Plus davor, die ich dazu geschrieben habe. Mache ich also meinen zweiten Commit und gucke nochmal wieder in meinen Log rein. Und ich sehe natürlich, logischerweise, ich habe zwei Commits, die haben unterschiedliche IDs. Und ich sehe jetzt noch etwas, was vorher nicht da war. Das Ding hat einen Tag gekriegt. Das Tag heißt Tip. Und Tip ist ein Tag, was Mercurial automatisch vergibt. Und das ist immer auf dem letzten Commit. Das heißt also, das wandert automatisch mit und ich kann das referenzieren und das ist immer das, was bei Git kennt, zum Beispiel der Head ist. Das ist bei Mercurial der Tipp. Ich kann dann mit Diff auch zwischen verschiedenen Versionen diffen. Dann zum Beispiel jetzt hier mit hgdiff-r kann ich quasi sagen, minus r ist bei allen Kommandos immer die Revision, die ich angeben kann, und da kann ich dann diese Zahlen benutzen. Deswegen sind die Zahlen so komfortabel. Ich muss nicht hier die Hashes rein copy und pasten, weil die kann ich mir schlecht merken. Aber 0 und 1 kann ich mir merken, das ist kein Problem. Also kann ich sagen, minus r 0 1, sehe ich das, den Change. Und ich kann aber auch sagen, minus r 0 tip, weil tip ist ja ein Alias für 1 an der Stelle und ich kriege den gleichen Output. Und daran kann ich quasi sehen, dass tip und 1 das gleiche ist. Es gibt dann ein Kommando hg-identify. Damit kriege ich immer den aktuellen Status von meinem Repository raus. In dem Fall sagt er mir jetzt zum Beispiel, dass ich eben auf dem ChangeSet mit der ID bin und das Tag wird auch gleich noch mit ausgegeben, ist Tipp. Dann gibt es einen Befehl hg-update und damit kann ich quasi den Zeiger, der auf das ChangeSet zeigt, was ich gerade ausgecheckt habe, also die Dateien, die vorhanden sind, verschieben. Und jetzt sage ich mit hg-update, ich will den Zeiger auf das nullte ChangeSet verschieben, das erste, was ich erstellt habe. Dann kriege ich eine Mail-Meldung, was passiert ist, nämlich eine Datei wurde geupdatet. Und wenn ich dann mal mit cat die HelloPy ausgebe, sehe ich, es ist nur noch eine Zeile drin. Logisch. Das hg-identify kann man auch hg-id abkürzen. Passiert das Gleiche. Und da sehe ich jetzt, ich kriege eine andere ID zurück, nämlich die von dem ersten ChangeSet. Und das Tipp ist auch weg, weil das erste ChangeSet ist dann nicht mehr der Tipp. Dann mache ich wieder hg-up. Wenn ich hg-up ohne irgendwelche Parameter mache, gehe ich automatisch auf den Tipp. Letzten Commit im Repository. Er macht also wieder eine Datei aktualisieren. Wenn ich jetzt wieder HG-ID mache, sehe ich das gleich wie am Anfang. Bin also wieder da angekommen, wo ich war. Dann schreibe ich mal so eine Lorem Ipsum-Zeile in mein HelloPy rein. Das ist natürlich für eine Python-Datei nicht besonders gesund und würde auch nicht funktionieren so.
ich schaue mit Tagi-Status nach und sehe, die Datei ist modifiziert und jetzt möchte ich das aber wieder rückgängig machen. Dafür kann ich auch hgapp benutzen, mit hgapp minus groß C oder minus minus clean kann ich das Repository sauber machen. Da wird einfach alles gelöscht, was noch nicht committed ist. Das heißt also, ich mache hgapp minus groß C und dann sagt der eine Datei wird aktualisiert, jetzt gucke ich mit hgstatus nach, gibt es keine Ausgabe mehr, weil ist ja nichts mehr verändert. Okay, deine Zusammenfassung, was wir jetzt gesehen haben, hginit, um Repositories anzulegen, hgstatus, um Status zu sehen, hgst als Alias, HGR zum Hinzufügen, Commit, um die Commits zu machen, Log, um mir die Geschichte anzusehen vom Repository, Diff, um Änderungen anzuschauen, Diff-R, um Revisionen anzugeben bei einer Veränderung, um zu sagen, ich will das und das Changeset vergleichen oder auch, ich hatte jetzt nur zwei, ich kann auch 23 und 75 angeben, dann sehe ich alles, was zwischen 23 und 75 passiert wäre. Hätte ich noch jetzt ein größeres Repository an der Stelle gebraucht. Update, mit Angabe einer Revisionsnummer, damit ich zu einer bestimmten Stelle zwischen Changeset hingehen kann und den Stand sehen kann. Hgapp als Alias für Update. Identify, um eben rauszukriegen, welche Revision ich hier gerade ausgecheckt habe aktuell. ID als Alias dafür. Und hgapp-c, um alles rückgängig zu machen. Natürlich haben viele von den Kommandos noch viel mehr Optionen. Aber die kann ich jetzt nicht alle zeigen, dann ist der Vortrag damit rum, dass ich hier vorlese, was Mercurial so für Optionen hat. Deswegen gibt es den Befehl hghelp. Wenn ich hghelp einfach nur so eingebe, kriege ich die Befehle alle aufgelistet, die wichtigsten Befehle, mit denen ich arbeiten kann und noch ein paar allgemeine Optionen, die ich habe. Ich kann dann auch hghelp für den Befehl machen und kriege dann eine detaillierte Ausgabe, was der Befehl alles machen kann. Das heißt, man kann das alles direkt über Mercurial alles nachlesen. Ist auch lokalisiert, also wer jetzt keine Lust auf Englisch hat, der bekommt das, wenn er seine Locals im Betriebssystem so eingestellt hat, auch alles auf Deutsch. Da gibt es noch ein paar nette Befehle, die man so im allgemeinen Entwickleralltag braucht. Copy, um eine Datei zu kopieren, weil ich muss natürlich dem Versionsverwaltungssystem mitteilen, dass ich eine Datei kopiere. Woher soll das wissen, dass die Datei von da nach da gegangen ist? Dafür gibt es natürlich auch einen Alias, cp. Remove, beim Löschen muss ich es natürlich auch bekannt geben, dass ich das mache. Gibt es auch wieder RM als Alias dafür. MV, um Sachen zu verschieben. Und Revert, um einzelne Dateien wieder zurückzusetzen. Wenn ich jetzt 5 Dateien geändert habe, aber ich will nur eine zurücksetzen, dann ist das HG ab minus groß 10 eine schlechte Angelegenheit, weil dann ist ja alles weg. Und mit Revert kann ich einzelne Dateien zurücksetzen. Außerdem legt Revert ein Backup an, das ist sehr praktisch. Das heißt also, ich habe nochmal ein Backup von der Datei, wie sie war. Wenn mir dann danach einfällt, dass das Revert eigentlich gar nicht richtig war, ist das Original noch da. Und hg-annotate, damit kann ich mir anzeigen lassen, wer wann welche Zeile in der Datei geändert hat. Da wird für jede Zeile davor geschrieben, Revisionsnummer und dann kann ich auch Datum und die Person angeben, die da den Commit gemacht hat. Schöne Sache, die auch in Mercurial drin ist, ist hgweb. Hgweb ist ein eingebauter Webserver und gleichzeitig die Komponente, die ich auch brauche, wenn ich Mercurial zum Beispiel auf meinem Firmenserver oder auf meinem privaten Server installieren will, um das mit vielen Leuten gemeinsam zu nutzen. Also diesen zentralen Server, den ich am Anfang kurz angesprochen habe. Wenn ich aber diesen zentralen Server machen will, dann starte ich das nicht, wie jetzt hier ganz unten am Slide steht, mit hgserve, sondern dann muss ich das richtig als WSGI-Applikation in einen Webserver einbinden. Darüber rede ich aber heute nicht, weil das ist ein Thema für sich. Aber mit hgserve kann ich das Ding einfach an der Kommandozeile starten in dem Repository. Dann sagt er, listening at http localhost 8000. Wenn ich es in meinem Browser aufrufe, sehe ich die schöne Interface hier. Ich sehe meine beiden Commits, ich sehe die Commit-Messages, ich könnte jetzt da draufklicken, würde ich jeden Commit einzeln sehen, die Diffs und ich habe an der Seite auch ein Menü und kann noch diverse andere Sachen machen. Das heißt also, man kann die hgserve zum Beispiel auch einfach als eine nette kleine schicke Oberfläche nehmen, die sozusagen mitkommt, wenn einem der Kommandozeilen-Client alleine nicht ausreicht. Es gibt auch noch andere grafische Oberflächen für Mercurial, die bekannteste ist Tortoise HG. Das ist dann richtig mit Qt geschrieben, eine komplette Workbench-Oberfläche. Aber die finde ich persönlich sehr umständlich. Aber wer natürlich eher auf sowas steht, kann das machen. Ich würde aber am Anfang immer empfehlen, ein bisschen Mercurial auf der Kommandozeile zu machen, weil dadurch versteht man das Tool einfach erstmal besser am Anfang. Und dann kann man ja hinterher immer noch dann auf das Ding mit den vielen Buttons umsteigen, weil dann weiß man auch, wozu die Buttons da sind. Okay, hgheads. Also was ich jetzt mache, ist eigentlich immer nur noch einzelne Kommandos vorstellen, zeigen, was die machen.
Wenn wir jetzt Folgendes machen, also ich erkläre erstmal, wie wir dazu kommen, dass wir gleich HGHeads machen müssen, weil auf der Folie mache ich das HGHeads-Kommando noch gar nicht. Wir müssen erstmal was machen vorher. Wir gehen nämlich wieder auf diese Revision 0 zurück, also unseren ersten Commit. Dann wird ja wieder was zurückgenommen, was wir gemacht haben an Änderungen, und wir schreiben noch einen Kommentar in die HelloPy rein. Dann committen wir das. Und jetzt sehen wir, das HG-Commit-Kommando gibt auf einmal eine Ausgabe, nämlich created new head. Was bedeutet jetzt new head? Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie diese vielköpfigen Seeungeheuer. Wenn ich diese Changes habe, diese Commits habe, werden die alle aufeinander gestapelt. Wenn ich jetzt aber auf diesem Stapel, das habe ich ja mit dem HG abgemacht, zurückgehe an einen früheren Punkt und dann anfange an der Seite aufzustapeln, entsteht natürlich logischerweise ein neuer Kopf. Dann hat nämlich der Stapel zwei Köpfe, wenn ich von oben drauf gucke. Und das will uns Mercurial damit sagen, sind jetzt zwei Köpfe an unserem Repository da, nicht nur einer. Und das ist wichtig, weil es gibt diese zwei parallele Entwicklungen und das muss ich ja wissen, sonst bin ich vielleicht immer auf dem einen Zweig und nicht auf dem anderen und wundere mich, warum das alles nicht funktioniert und warum irgendwelche Sachen nicht da sind, weil die sind halt in dem anderen Zweig. Das kann man sich dann auch anschauen. Ich habe hier oben gleich mal ein paar mehr Commits hingemalt. In meinem Beispiel gibt es hier nur zwei. Hier in dem Beispiel sind zwei Commits gemacht worden. Dann nochmal zwei Commits bis zu drei. Dann ist die Person wieder zu eins zurückgegangen und hat dann nochmal zwei Commits gemacht, die vier und die fünf. Und die zweigen dann natürlich von der eins ab. Und dementsprechend sind hier drei und fünf die orange markierten Revisions meiner Heads. Und das Gleiche sehe ich mit diesem, für den Code, den ich jetzt hier geschrieben hatte, der hat ja nur drei Commits bis jetzt. Wenn ich HGHeads eingebe auch, HGHeads zeigt mir halt immer alle Köpfe an. Das kann man auch eingeben, wenn man nur einen Kopf hat, aber dann sieht man auch nur eins. Und hier sehe ich jetzt eben, dass mein einer Commit des Changeheads 1 ist, was unten steht, mit Added Line 2. Und oben drüber, der andere Head ist das Changeset, was ich eben gerade angelegt habe. Das hat natürlich auch deswegen die Nummer 2 und da habe ich den Kommentar hinzugefügt. Und wir sehen wieder einen kleinen Unterschied. Ja, das Tag mit Tip ist auch wieder da, aber das Changeset, was ich jetzt neu hinzugefügt habe, hat noch ein neues Feld Parent. Das hat das andere nicht gehabt. Das haben auch alle anderen vorher nicht gehabt. Warum? Die anderen sind alle aufeinander aufgestapelt und da ist der Parent immer klar. Also das Changeset 0 hat keinen Parent, das ist ja das erste. Und von 1 ist der Parent 0, von 2 ist der Parent 1, von 3 ist der Parent 2, was man da oben jetzt in dem Bild sieht. Aber von der 4 ist der Parent eben nicht 3. Das geht ja nicht linear. Und deswegen ist, also die Informationen haben trotzdem alle Changesets da, aber bei den Changesets, die nicht linear aneinander hängen, gibt Mercurial mir das gleich mit aus und sagt, hier von dem Head ist der Parent ein anderer, damit ich weiß, dass der an der Seite abzweigt. Was ich dann als nächstes brauche, das nächste Tool ist HGMerge, weil so eine Heads kann ich nicht die ganze Zeit weiter behalten. Wenn ich so eine Heads habe zum Beispiel, kann ich nicht mit anderen Leuten Code austauschen. Weil wenn ich mehrere Heads habe und zwei Personen, mit denen ich zusammenarbeite, haben auch mehrere Heads und wir haben alle unterschiedliche Heads aufgebaut und das schicken wir alle auf einen zentralen Server. Was soll der zentrale Server machen? Das ist eine Maschine. Die kann nicht entscheiden, wie diese Heads zusammengeführt werden sollen und das endet dann im totalen Chaos. Da geht das ganze Repository kaputt. Das kann man nicht machen. Wenn ich jetzt hier versuchen würde, den Code auf den Server zu schicken, würde Mercurial auch sagen, mach das mal lieber nicht. Das ist keine schlaue Idee. Man kann es damit Gewalt machen, aber Gewalt ist immer eine schlechte Lösung. Sollte man lieber nicht machen. Dementsprechend gibt es das Kommando hgmerge. Und wenn ich nur zwei Heads habe, dann muss ich zum Merge gar nichts weiter sagen. Weil dann ist ja eigentlich klar, ich habe einen Head und ich habe noch einen Head. Und die beiden Heads müssen zusammen. Und wenn ich Merge sage, dann müssen die beiden Heads gemerged werden. Hätte ich jetzt fünf Heads, müsste ich halt auf einen von den Heads gehen und müsste sagen, welchen anderen Head ich auf den drauf tun will. Aber ich bin hier in der komfortablen Lage, nicht so viele Heads zu haben. Das heißt, wir haben hgmerge. Er sagt Merging HelloPy. Das ist auch die einzige Datei, die wir haben. Mehr kann er nicht mergen. Und sagt eben one file merged und er sagt am Schluss unresolved. Unresolved bedeutet hier in dem Fall, das sieht man jetzt hier in dem Bild nicht, da ist bei mir dann in dem Moment, wo ich das gemacht habe, mein Merge-Tool aufgegangen, was ein grafisches Tool ist, wo ich dann den Konflikt beheben musste, weil quasi durch die beiden Änderungen, die ich gemacht habe, die beide auf der letzten Zeile der Datei waren, ein Konflikt entsteht und Mercurial nicht mehr selbstständig entscheiden kann, welche Zeile ist die richtige. Und ich muss Mercurial dann quasi Hinweise geben, welche der Zeile jetzt soll die richtige sein. Habe ich dann an der Stelle getan.
Das Ergebnis sieht man gleich unten. Und da habe ich den Editor geschlossen und dann ist MQL auch fertig und sagt halt Branch Merge, don't forget to commit. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu anderen Systemen. Wenn man da mergt, die committen gleich. MQL macht das nicht, das hat nämlich den smarten Vorteil. Ich kann jetzt mal nachgucken, was hat MQL da überhaupt zusammengemerged? Will ich das überhaupt so haben? Vielleicht will ich das gar nicht committen, dann kann ich HG up minus groß C machen, dann ist der ganze Merge wieder weg. Und ich sehe jetzt mit HGDiff, was ich gemacht habe ist, ich habe diese Zeile Command gelöscht und habe dafür aber die Zeile Print Hello User drin gelassen. Diesmal an dem Minus und dem Plus. Jetzt mache ich HG commit, auch mit der Message merged und damit habe ich den Merge fertig gemacht. Merge sind also immer zwei Schritte mindestens, den Merge machen und hinterher committen. Und grafisch sieht das dann halt mal so aus, wenn wir jetzt das Bild von vorhin wieder bemühen. Wir haben die beiden Heads und die werden zusammen gemerged und es entsteht die Revision 6 und das ist dann der neue, eine einzige Head, der dann noch da ist und es gibt nicht mehr zwei Heads. Jetzt hatte ich das schon öfter angesprochen, das Thema entfernte Repositories. Natürlich will ich Code mit anderen austauschen. Wenn jetzt schon irgendwo Code ist, muss ich mir den erstmal besorgen. Das kann ich mit hg-clone machen. Ich mache also einen Clone von dem Repository, da gebe ich die Adresse an. Das kann eine HTTP-Adresse sein von einem Server, wo so ein Webserver läuft, der mir das zurückgibt. Das kann SSH-Verbindung sein, das kann auch einfach ein Pfad auf der Festplatte sein. Ich kann auch meine eigenen Repositories auf meiner Platte klonen. Es ist sozusagen ja, nur notwendig, dass das Repository in irgendeiner Form erreichbar ist. Wie, ist eigentlich egal. Ich mache also den Clone. Wenn ich da jetzt kein weiteres Ziel angebe, dann würde das Verzeichnis, was ich erzeuge, auch Repo heißen, so wie das Repo auf dem Server auch heißt. Die Benutzerin Alice, die jetzt hier gerade das alles macht, die macht dann ihren Code und dann ist die irgendwann fertig und sagt, okay, dann schaue ich jetzt mal mit hgin nach. hgin ist ein Alias für hgincoming und damit kann ich quasi sehen, was auf dem Server ist. Weil das kann ja durchaus möglich sein, dass in der Zeit, wo ich was geschrieben habe, andere auch was gemacht haben. Also schaut sie nach, den Output habe ich hier weggelassen, damit das mal alles in Slide passt, da wo die Pünktchen sind und sieht jetzt alles klar, da sind Changesets. Ich sehe die Changesets dann wie bei dem hglog, die ganzen Changesets alle aufgelistet und dann sage ich, okay, die brauche ich halt. Weil ich kann eh nicht mein Zeug auf den Server schicken, bevor ich mir das nicht geholt habe, weil der Server sagt, hey, da ist was auf dem Server, das ist gekommen, bevor deins kam und was soll ich wieder damit machen? Ich kann das ja nicht für dich zusammenbringen. Also mache ich hg-pull, damit ziehe ich mir die Änderungen vom Server runter und bekomme die in mein Repository. Ich aktualisiere das also. Da habe ich dann auch wieder eine ganze Menge Output. Der liest das alles ein, schreibt das in mein Repository rein. Aber hg-pull bedeutet noch nicht, dass sich der Zeiger auf meinem Repository verschoben hat. Ich bleibe auf der Revision stehen, wo ich war. Weil vielleicht will ich mir das erstmal alles angucken. Und will nicht gleich auf die Revision wechseln, die ich da gepullt habe. Vielleicht will ich auch auf irgendeine andere wechseln. Und dementsprechend muss ich dann erstmal manuell hg-up machen, um dann auch wirklich an den Kopf von dem Repository zu kommen. Dann mache ich nochmal weiter meine ganzen Änderungen, committe dann alles und sage am Schluss dann, okay, HG out, damit kann ich dann sehen, was würde ich jetzt zum Server schicken und wenn ich mir sicher bin, dass das ist, was ich zum Server schicken will, kann ich mit HG push sagen, alles klar, schick's rüber zu dem Server, dass alle anderen das auch bekommen. Und ich finde halt gerade diese Kommandos HG in und HG out sehr gut, weil man kann eben immer gucken, was würde ich bekommen und was würde ich hinschicken, bevor ich die Operation mache. Weil wenn ich jetzt hier einfach auf Verdacht hg-push mache und dann hinterher sehe, oh super, ich habe da irgendwelchen Kram auf den Server getan, das war eigentlich experimentell und das sollte gar keiner kriegen, dann ist das natürlich schlecht. Weil das Problem bei verteilten Versionskontrollsystemen ist, wenn ich einmal so eine Change-Sets auf so einen Server geschmissen habe, wo andere Leute mitarbeiten, dann kann ich das zwar rein technisch bei mir löschen, was aber passieren würde ist, ich tue ein Change-Set, committen, ich pushe es auf den Server. Zwei andere Leute machen Pull und ziehen sich das schon wieder runter. Dann haben die das in ihren Repos drin. Ich lösche es bei mir in meinem Repo. Das nächste Mal, wenn ich einen Pull vom Server mache, haben die schon wieder einen Push gemacht. Das Ding ist schon wieder rum, ich kriege es wieder. Man kann das also nicht mehr löschen. Das ist dann wie so eine Seuche. Und das Einzige, was man machen könnte, ist, wenn man in einer Firma arbeitet und alle Leute sind sozusagen in Reichweite, dann könnte man zu jedem hingehen und jedem sozusagen sagen, löscht das, change es mal. Aber da gibt es dann am Ende smartere Varianten als sowas, um so eine Probleme zu lösen.
Okay. Na, dafür nicht mehr. Ich würde sagen, aufschreiben und für hinterher merken, weil wir sind bei der Halbzeit erst und wenn wir jetzt die, nee, das ist kein Problem, nur wenn wir jetzt die Diskussion, vor allen Dingen entspannt sich ganz schnell die McCool vs. Git Diskussion und dann machen wir hier Git vs. McCool Bike Shedding und kommen mit dem Vortrag nicht weiter. Aber genau, können wir nachher nochmal diskutieren. Das wäre jetzt erstmal der Einstiegsteil gewesen quasi für ein paar Leute, wie man merkt, haben wir ja anscheinend schon Erfahrung mit solchen Systemen, andere vielleicht noch nicht. Jetzt sind wir hoffentlich alle auf einem halbwegs gleichen Stand und können dann mal den zweiten Teil des Vortrags uns angucken. Das erste wäre hghelp versus hghelp-debug. hghelp hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, Hilfekommando. Sieht so aus. Also geht da unten noch um einige Seiten weiter, aber ich habe das jetzt nicht alles auf die Folie gemacht. Hätte auch nicht drauf gepasst. Ich sehe halt einfach alphabetisch die Kommandos und hinten dran steht eine Zeile, die erste Zeile von dem Hilfetext, was das Kommando macht, damit ich auf einer Zeile sehen kann, was macht das Ding. Mache ich jetzt das gleiche mit Debug, sieht es so aus. Der Unterschied ist jetzt nicht bloß, dass das anders angeordnet ist. Der Unterschied ist, dass ich einmal bei solchen Kommandos wie Copy das und Commit die Aliase innen dran stehen habe. Bei dem anderen standen die Aliase nicht dran. Und ich sehe diese ganzen Debug-Kommandos. Der ganze untere Teil ist voll mit Debug Ancestor, Debug Buildtag, Debug Bundle, Debug Checkstate, Debug Commands. Und mit dem --debug kann ich bei ganz vielen Befehlen quasi Zusatzinformationen anzeigen, die normalerweise nicht sichtbar ist. Und das heißt also, da hat MQL auch wieder eine ganz konsistente Benutzerschnittstelle. Ich kann halt immer --debug benutzen und bekomme immer mehr Informationen angezeigt. Das ist so ähnlich wie das -V, was bei MQL auch überall zu benutzen geht und was man von anderen Tools kennt, was auch mehr Output anschaltet. Natürlich sind diese Debug-Commands im wahrsten Sinne des Wortes Debug-Commands, die sind nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, aber ich wollte es mal erwähnen, bevor man drauf stößt und sich fragt, was es ist. Anderes schönes Tool ist hggrep. Mit hggrep kann ich hinter dem grep-Kommando einen regulären Ausdruck hinschreiben, deswegen ist auch vor der Klammer ganz am Ende, Backslash. Ich suche natürlich nicht nach def forget Backslash Klammer, sondern ich suche nach def forget Klammer, weil ich wissen will, wann diese Forget-Funktion in Commits vorgekommen ist. Und was ich hier sehe ist, ich sehe alle Dateien mit allen Revisionsnummern und mit der jeweiligen gefundenen Zeile. Und hier habe ich es auch mal farbig markiert, damit man die Übersicht ein bisschen besser hat. Das ist dann normalerweise auch auf dem Terminal farbig markiert, allerdings in Rot. Die Farbe hatte ich ja schon benutzt. Und ich sehe sozusagen, wann überall hat sich wo diese Funktion geändert. Und das ist natürlich sehr praktisch, um mal schnell rauszukriegen, bestimmter String, wer hat hier wann was dran gemacht, weil die Informationen, die ich hier sehe, kann ich mit weiteren Schaltern auch noch um Benutzer und Datum und so weiter und so fort anreichern, dass ich hier quasi schön sehen kann, wann ist hier wo was, wie, mit welchem Code passiert. Und es gibt auch noch einen --all-Schalter für das grep. Dann zeigt er mir wirklich alle Revisionen an, die in irgendeiner Form wirklich was damit zu tun hatten. Weil hier sehe ich nur die Revisionen, die was verändert haben, nicht die Revisionen, wo es sozusagen zufällig mit dabei war, weil es einfach zwischen zwei Zeilen stand, die sich geändert haben. Da wäre der Output noch viel länger. Also weil das ist eine Ausgabe aus dem Mercurial Core. Das ist der hg-forget-Befehl. Dann gibt es eine Konfigurationsoption Alias, deswegen die eckigen Klammern. Das kann ich halt auch wieder an diese hgrc-Datei oder die Mercurial-Ini reinschreiben. Und mit Alias kann ich mir kleine Aliase anlegen. Das ist halt ganz hilfreich, weil manchmal will man sich nicht die ganzen Kommandozeilenschalter merken oder man will sie nicht tippen. Zum Beispiel hat das diff-Kommando eine --dat-Funktion. Dann gibt er nicht die ganzen Unterschiede aus, sondern bloß so auf einzelnen kleinen Zeilen mit so grün, roten Plus, Minusen, wie viel ist dazugekommen, wie ist es weggegangen bei jeder Datei. Manchmal ist das einfach ganz gut, um zu sehen, hey, wie hat es sich überhaupt geändert, so, um so ein Gefühl zu kriegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich will nicht immer diff-dat eingeben, kann ich jetzt einfach sagen, dst ist gleich diff-dat und dann kann ich eingeben hg-dst und dann macht der für mich diff-dat und so einfach kann ich hier ein Alias schreiben. Man kann allerdings auch wesentlich komplexere Aliase schreiben, wie die beiden darunter. Zum Beispiel darunter, das ist ein Diff, der zeigt mir nur den Diff für geänderte Dateien an. Ich mache nämlich zuerst mit dem Ausrufungszeichen hg, kann ich sozusagen hg direkt ausführen und ich mache einen hg-Status.
dieses Dollarzeichen HG-Root muss ich machen, damit der ganz oben im Repository anfängt, weil es könnte ja sein, dass ich in einem Verzeichnis tiefer stehe und dann würde das nicht funktionieren, dann würde die falschen Pfade zurückgeben, damit die Pfade auch alle relativ sind. Und mit minus mn sage ich nur modified, also zeige im Status nur die Dateien an, die geändert sind. Und mit n sage ich, mach die ganzen Linebreaks weg, weil ich lade jetzt mit dem Pipe weiter in das xarg und das xarg ruft dann mit den ganzen Dateinamen hgdiff auf. Und am Ende kriege ich ein hgdiff nur für die Dateien, die das hg-Status mit minus m gefunden hat. Das bedeutet das. Also ein hgdiff für alle Dateien, die geändert wurden. Und unten drunter ist so eine Sache, die wird immer ganz schnell gefragt, wenn Leute länger mit Mercurial arbeiten. Wenn ich hg-Status eingebe, dann sehe ich immer die absoluten Pfade. Und wenn ich drei Verzeichnisse tief unten drin bin, dann verwirrt mich das. Weil die Datei ist ja eigentlich anders zu adressieren, wenn ich sie von da direkt adressieren würde. Und wenn man sich ein Alias str macht, für Status Relative, und das so schreibt, dann kriegt man immer die relativen Pfade von der Stelle, wo ich gerade mit dem HG-Interpreter stehe, angegeben. Und dieses $HGArgs am Schluss setzt alle zusätzlichen Argumente hinten dran. Das heißt also, ich kann dem Status wieder weiter noch minus m, minus i irgendwas mitgeben und es wird hinten dran gepappt. Bei dem HG-Diff mit dem XAG kann ich das nicht machen, weil da habe ich vorne schon Argumente und dann habe ich Doppelte und dann fliegt mir das um die Ohren. Aber hier habe ich noch keinen Pipe drin, da geht das. Das sind also mal zwei Beispiele für komplexere Alias-Möglichkeiten, die man hat. Dann gibt es dieses schon erwähnte Extension-System. Und die Extensions verwalte ich auch alle in der Mercurial INI bzw. HGRC-Datei. Und zwar lege ich wieder so eine Section an mit eckigen Klammern, HGRC, Extensions in der HGRC. Und für Extensions, die schon im Python-Parse nachladbar sind als Python-Modules, kann ich einfach schreiben, Name gleich. Und dann lädt Mercurial die einfach über den Python-Mechanismus nach. Color ist jetzt eine Extension, die ist schon im Core. Wenn ich eine Extension, zum Beispiel hier HG-Shelf, mir selber irgendwo hin kopiert habe, dann muss ich da den Pfad angeben. Und ich kann auch Tilde als Alias für das Home-Verzeichnis an der Stelle benutzen. Da gibt es eine schöne Extension C-Record. Man sieht hier so einen Screenshot davon, das ist ein N-Curses-Interface. Es gibt nämlich einen Mercurial-Befehl, der heißt Record. Das ist so ähnlich wie bei Git der Interactive Mode. Da kann ich nämlich, wenn ich jetzt in 10 Dateien ganz viele Zeilen geändert habe und mir fällt dann irgendwie auf, ach Mensch, ich war viel zu fleißig und eigentlich will ich jetzt in 2 oder 3 Commits aufspalten. Die Sachen gehören logisch nicht zusammen. Dann habe ich vielleicht das Glück, dass nach Dateien zu spalten geht. Dann kann ich die Dateien committen, die Dateien committen. Aber wenn ich jetzt an einer Datei oben was geändert habe, unten was geändert habe und das gehört nicht zusammen, dann wird das schon ein Problem. Und mit dem C-Record kann ich hier, man sieht, das ist so ein kleiner Baum, kann ich jede Datei auf- und zuklappen, zeilenweise, und kann jede Zeile oder auch größere Bereiche von Zeilen markieren und kann sagen, welche Zeilen will ich quasi committen, welche nicht. Wenn ich hier mit meiner Auswahl fertig bin, kann ich C drücken, das ist ganz oben in der Leiste für Commit. Kann ich meine Commit-Message eingeben und dann wird nur das committed, was ich hier mit X ausgewählt habe und was leer ist nicht. Und aufrufen tue ich das mit dem HGC-Record. Damit das Ding funktioniert, muss ich es erstmal halt in die Extensions eintragen und finden tut man das unter dem URL. Muss noch ein Repository, muss man sich klonen, dann bekommt man die Datei und muss die halt mit dem Pfad wie auf der Folie davor gezeigt eintragen. Andere sehr nützliche Extension ist Mercurial Keyring. Denn wenn ich gegen Mercurial Server spreche, muss ich mich ja ständig authentifizieren. Weil der Server muss ja irgendwie feststellen, dass ich bin und dass ich da Schreibrechte habe, weil sonst könnte jeder in das Repository reinschreiben. Wäre eher unpraktisch. Kann man mit pip nachinstallieren, Mercurial Keyring. Das ist direkt auf dem Python Package Index, sieht man hier unten am URL. Wenn ich das Ding installiert habe, brauche ich es halt einfach nur noch mit Mercurial Keying gleich eintragen, weil das ist dann ja schon im Python-Pfad. Und dann lege ich so eine Auth-Section in meiner HGRC oder Mercurial INI an. Und MyRemote ist ein Alias, den ich vergebe. Da kann ich auch A, B, C schreiben oder wie der Hostname wirklich ist. Aber den echten Hostnamen vergebe ich quasi bei Prefix. Denn was passiert ist jetzt, Mercurial Keying benutzt für alle Hosts, die das Protokoll benutzen, was in Schemes definiert ist, für alle Hosts, die auf den Prefix passen, den Benutzernamen Bob und ein Passwort, was aber nicht hier gespeichert wird, weil das ist eine Plaintext-Datei, sondern in den jeweiligen Keychain-Mechanismen des Betriebssystems. Also GNOME Keyring, Windows API dafür oder OS X Keychain. Das heißt also, es wird da reingespeichert und auch von da wieder gelesen.
und benutzt dadurch dann die Sachen, die so sicher sind wie das Betriebssystem selbst. Und da ist dann jeder selber dafür verantwortlich, was er da fabriziert hat. Okay, Merge versus Rebase. Wir hatten ja schon Merge angeguckt und Merge ist natürlich eine gute Sache, wenn ich wirklich zwei Sachen habe, die zusammengehören. Hier oben habe ich folgendes Beispiel. Die beiden Changesets mit C sind quasi Common Changesets. Das heißt also, hier habe ich und hier haben andere. Da habe ich dann oben drauf mit L zwei Local Changesets gemacht. Die habe nur ich im Moment. Die beiden Rs sind Remote Changesets. Die bekomme ich jetzt. Wenn ich jetzt einen Pull mache, entsteht die Situation, die ich oben sehe. Das müsste ich mergen. Aber eigentlich weiß ich, dass ich gar keinen Konflikt habe, weil ich habe in L1 und L2 was ganz anderes geändert, als in R1 und R2 kommt. Und wenn es keinen Konflikt gibt und gar nichts zusammenzuführen ist, kann ich einfach alles weiter aufeinander stapeln, weil dann klappt ja auch das mit dem Stapeln. Das Stapeln klappt nur dann nicht, wenn quasi beide Changesets das gleiche ändern wollen. Und dafür gibt es die Rebase-Extension. Die aktiviert man so, wie links steht, einfach in Extensions Rebase gleich eintragen. Und wenn ich einen HG-Pull mache, kann ich einfach --Rebase machen und dann versucht, das Pull-Kommando automatisch in Rebase zu machen. Und Rebase bedeutet das, was wir drunter sehen. Nämlich, er nimmt sozusagen L1 und L2 von meinen Changesets runter, legt die an die Seite, holt das R1 und R2 vom Remote-Server, legt die bei mir oben drauf und legt dann mein L1 und L2 wieder oben drauf. Und dann sieht das für alle anderen, wenn ich dann mein Zeug zum Server schicke, später wieder so aus, als hätte ich das erst später gemacht. Und es entsteht ein schöner linearer Strang. Das ist natürlich später, wenn man das Repository mal anguckt, einfacher zu verstehen, was da passiert ist, als wenn ständig so eine Merges sind. Anderes nettes Feature ist Faces. Das ist relativ neu. Ich glaube, mit 2.2 ist das eingeführt worden. Mit Faces haben jetzt die neueren MacGyver-Versionen alle quasi an jedem Changeset dran. Das hat eine Face, also es ist in einem bestimmten Zustand. Es gibt drei Faces, die sieht man auf der linken Seite, Public, Draft und Secret. Und ein Public Changeset ist immutable und shared. Ein Draft ist shared und ist aber nicht immutable und ein Secret ist nicht immutable und nicht shared. Bedeutet also folgendes, ein Changeset, was als Secret markiert ist, kann ich weiter modifizieren. Bedeutet zum Beispiel, das was jetzt eben gerade in der Diskussion angesprochen wurde, ich committe was, ich sehe, der Commit ist nicht gut. Commit-Message ist im Eimer, falsche Dateien committed, keine Ahnung was. Ein Secret-Changeset kann ich jederzeit noch verändern, weil das hat noch niemand anders. Ein Draft-Changeset habe ich schon mit Leuten getauscht, aber eventuell. Aber nur mit Leuten sozusagen, wo ich weiß, wer das hat. Und deswegen ist es noch nicht immutable, ich kann es noch verändern. Und wenn aber eins public ist, dann ist es immutable, weil dann weiß ich nicht mehr, wo das überall rumfliegt und ich kann es nicht mehr verändern, weil sonst könnte ich das nicht mehr zurückholen. Und man kann jetzt eben mit diesem HG-Face-Kommando, hier zum Beispiel sieht man für eine bestimmte Reihenfolge von Revisionen, sehen, welche Phase die gerade haben. Hier hat das eine Public, zwei haben Secret. Und ich kann dann hier mit HG-Face --Draft für das eine Changeset die Phase nach vorne schieben. Und dann geht das eben von Secret in Draft über. Und dann könnte ich das zum Beispiel in einen eingeschränkten Kreis von Personen veröffentlichen. Ich kann aber immer nur in die eine Richtung gehen, nicht in die andere Richtung. Das ist ein Einbahnstraßenprinzip, ist ja auch logisch. Es macht ja keinen Sinn, etwas public ist, wieder Secret zu machen. Also das würde ja auch nicht passieren, weil die Changes verschwinden ja nicht magisch von den anderen Maschinen. Und dieses Face-Ding wird jetzt auch Stück für Stück in die ganzen Kommandos eingebaut. Es gibt zum Beispiel eine Extension hist-edit, mit der kann ich eben die Historie meiner Commits verändern im Nachhinein. Und hist-edit wird ab Mercurial 2.4 diese Faces berücksichtigen. Das heißt also, Changesets, die public sind, kann ich mit hist-edit nicht mehr bearbeiten. Sagt hist-edit, lass es mal sein, die sind schon öffentlich, aber die Secrets sind eben nicht. Lass mich ein bisschen Gas geben. Wir sind schon etwas kurz vor der Diskussionsrunde. Branches versus Bookmarks, das ist noch ein ganz wichtiges Thema. Man hat ja Mercurial Branches und es gibt noch ein Feature Bookmarks, das aber relativ wenig beachtet ist. Branches hat Git zum Beispiel auch und auch SVN und so. Aber Branches sind in Mercurial eine permanente Geschichte. Das heißt also, wenn ich einen Branch einmal anlege, ist der immer da. Ich kann ihn zwar zumachen, der bleibt aber da. Das heißt also, der Namespace ist da verbraucht. Erstmal, ich kann den Namen nicht wieder benutzen. Außerdem sieht das halt irgendwann schlecht aus, wenn ich den Output generiere. Und wenn ich jetzt einfach
Features in verschiedenen Zweigen entwickeln möchte, ein Feature hier, ein Feature da, ein Feature da, dann kann ich dafür Bookmarks nehmen. Das bedeutet einfach nur, ich klebe an den Zweig ein kleines Label dran, was ich hinterher wieder abreißen kann, wenn ich fertig bin. Wenn ich nämlich den Zweig wieder in den Hauptzweig reinmerge. Und ab Mercurial 2.3 gibt es, also es sind über die ganzen Releases starke Veränderungen an Bookmarks gemacht worden, und ab 2.3 gibt es auch eine Unterstützung bei Pull und Merge für Bookmarks, und ich kann dann Bookmarks automatisch mergen. Ich zeige mal ein kleines Beispiel. Hier lege ich mir als erstes für die aktuelle Revision, auf der ich bin, einen Bookmark an, den nenne ich Feature 1. Wenn ich danach schaue mit HG Bookmark, sehe ich, okay, ich habe einen Bookmark Feature 1 und der zeigt auf das Changeset. Dann wechsle ich auf ein anderes Changeset und lege noch einen Bookmark an, Feature 2. Wenn ich jetzt nachschaue, sehe ich, oh, da ist der Stern falsch, so ein Mist. Das passiert, wenn man Output kopiert. Jetzt lege ich das Feature 2 an den Bookmark, und wenn ich jetzt HG Bookmarks mache, dann sehe ich, dass ich zwei Bookmarks habe, und der Stern müsste eigentlich bei Feature 2 stehen, da ist der Output von unten nach oben gerutscht, weil ich bin natürlich jetzt auf Feature 2 und nicht auf Feature 1. Da ist die Folie leicht falsch. Aber ich denke, das ist für jeden nachvollziehbar, dass das falsch ist. Wenn ich jetzt HG Up Feature 1 wieder mache und dann HG Bookmarks mache, dann steht unten der richtige Output, nämlich dann ist das Sternchen wieder bei dem anderen Bookmark. Bedeutet also, diese Bookmarks sind Aliasse und ich kann die wie die Revision-Namen benutzen, um hin und her zu wechseln zwischen den verschiedenen Zweigen. Das Beste ist, die Bookmarks auf den Zweigen, wo die draufgeklebt sind, wandern mit nach oben die ganze Zeit, wie dieser Tipp, den wir schon von Anfang kennengelernt haben. Das heißt, ich kann an jedem Zweig einen Namen dran kleben und zwischen den Zweigen über die Namen wechseln. Ich kann auch hier mit HG Bookmark minus minus delete die einen wieder weglöschen. Jetzt habe ich nur noch mein Feature 1. Und dann kann ich outgoing minus b machen, was wir vorhin schon mal kurz gesehen hatten. Jetzt sieht man hier, comparing with remote, das ist der Server, mit dem ich reden würde. Und dann sagt er, alles klar hier, Searching for Change Bookmarks, Feature 1. Sagt also, es gibt einen Bookmark, den es noch nicht auf dem Server gibt. Dann kann ich machen HG Push minus B, Feature 1, weil die Bookmarks pushe ich nicht automatisch auf den Server, die bleiben nur bei mir. Das ist das Allerbeste daran. Ich kann einen Bookmark nur bei mir lokal benutzen. Wenn ich fertig bin, lösche ich den einfach und die anderen sehen gar nicht, dass es den gab. Ich kann aber Bookmarks mit anderen teilen, wenn ich zusammen an einem Feature arbeite. Und dann kann ich den Bookmark so wie hier auf den Server pushen. Und dann ist der für alle verfügbar. Und wenn ich zum Beispiel dann später mal wieder pulle, kann es durchaus passieren, dass jemand anders an dem gleichen Bookmark gearbeitet hat. Und dann hätte der Bookmark zwei Heads. Geht natürlich nicht. Label gibt es nur einmal. Dann macht Mercurial Folgendes. Setzt hier hinten einen Bezeichner dran. Feature 1 at default. Weil mein Remote Default heißt, in meiner Konfiguration heißt das hier Default. Und dann habe ich zwei Bookmarks. Ich habe nämlich einmal Feature 1, das ist mein Zweig, und irgendwo weiter unten geht der andere Head-Up mit Feature 1 Default. Und die kann ich einfach mit HG Merge dann zusammen mergen. Wenn ich weniger als 2.3 habe, also 2.2 oder früher, muss ich hier noch angeben, welchen ich mergen will. Und dann werden die Bookmarks zusammen gemerged. Ab 2.3 löscht er dann auch automatisch den alten Bookmark weg und es bleibt nur noch einer über. Das heißt also, dieses ganze Arbeiten mit Bookmarks ist ab 2.3 sehr komfortabel möglich. Jetzt kämen hier noch 2-3 Folien, aber es ist auch schon 20 nach 10 und ich glaube um halb ist Schluss, ne? Oder? Genau. Ich kann jetzt aufhören und wir können dann darüber über die Fragen sprechen. Ich kann auch noch weiterreden. Am Ende seid ihr die, die das entscheiden müssen. Mir ist das. Wir können gerne aufhören. Ich habe jetzt kein Problem, dann habe ich die Folie nicht geschafft. Ich habe zu viele gemacht. Wie sieht's aus? Es gibt sicherlich ein paar Fragen. Ja, kann man einfach dann, die Fragen vielleicht und dann, wenn ich veröffentliche die Folie hinterher eh, man kann die Folien dann nochmal angucken oder wir können hinterher noch drüber reden draußen oder so. Dann erstmal danke für deinen Vortrag. Ja. Denke ich, war ein guter Einstieg in Mercurial und jetzt zu den Fragen. Eine Frage ist eben, gibt es da was Entsprechendes, wie zum Beispiel bei, für Git K, da kann ich ja genau sehen, wie da die Branches, also die reingeflossen sind, welche und so weiter. Irgendwas Entsprechendes? Ja. Es gibt Glog. Ich sollte vielleicht mal das Terminal auf den anderen Bildschirm ziehen. Es gibt Glog und ich habe gerade HG Glog eingegeben und man sieht jetzt hier, da entsteht dann auf dem Terminal so eine Zweigansicht und ich kann hier auch runterscrollen. Und dann sehe ich hier, das wird auch immer breiter dann und wieder schmaler und so weiter. Und darüber kann ich dann halt
mir das so anzeigen lassen. Wenn ich so ein Tool wie Tortoise HG benutze zum Beispiel, habe ich das natürlich alles grafisch komplett mit drin. Und da was? Tortoise, doch. Das ist nicht mit Tortoise SVN zu verwechseln. Das ist kein Integration in Windows Explorer. Tortoise HG ist in PyQt geschrieben, komplett ein eigenes Workbench-Programm mit einer komplett eigenen GUI, was ich installieren kann, was betriebssystemübergreifend läuft. Ja, das ist ja kein Problem. Genau. Weitere Fragen? Andere Fragen, ja. Ja, vielleicht mal eine andere Frage. Wie schaffst du es irgendwie, deine Leute dafür zu begeistern, halt mit solchen Systemen zu arbeiten? Weil die meisten Leute arbeiten halt mit einem zentralen System, also SVN, und die kennen halt ChangeSets eigentlich auch nicht so richtig, sondern die haben halt Revision-Stände und legen das alles aufeinander. Und ich merke halt immer wieder, wenn man Leute versucht, dafür zu begeistern. Also ich komme halt aus der Git-Ecke irgendwie und da ist die Lernkurve halt sehr steil. Das ist ohnehin nochmal schwerer, irgendwie die Leute dafür zu begeistern. Mit Mercurial ist, glaube ich, etwas einfacher. Es ist ein bisschen, macht mir ein bisschen einfacher. Also die Lernkurve scheint etwas flacher zu sein. Ja. Aber wie kriegt man die Leute dahin, auch so ein bisschen dezentral zu denken und auch zu arbeiten? Also ich persönlich habe, das ist nicht so schwer, weil ich der Chef bin und ich kann dann einfach die Entscheidung treffen. Ich denke, bei uns nutzen die Leute das auch gerne, hoffe ich mal. Ich kenne Firmen, die haben sich zum Beispiel eher für Mercurial als für Git entschieden, weil es für Mercurial zum Beispiel für Windows ordentliche GUI gibt. Für Git gibt es inzwischen welche, aber es gab lange keine. Und die es gibt, kommt halt zum Teil dann auch von GitHub. Das ist wieder so Vendor-Login, das ist eine schwierige Sache. Ich denke, der Schlüssel liegt auf jeden Fall darin, dass du eine gute GUI für das Tool anbieten kannst. Dass man halt entweder, dass das Tool selber schon ein Interface bietet, was leicht verständlich ist, oder man kann eins dafür bauen mit Aliasen oder irgendwie. Und dann muss man natürlich den Leuten einfach zeigen, was die Vorteile sind. Ne? Zum Beispiel bei der einen Firma, wo ich die Migration gemacht habe, die kam von ClearCase. Wer hier ClearCase kennt, weiß, wie schlimm das ist. Wer das nicht kennt, hat nichts verpasst. Und das ist wirklich so. Das ist kein Witz. Das ist ein ganz schlimmes Tool. Weil es einfach riesigen administrativen, man braucht mehr Personenteam, um die Server zu managen. Das ist einfach riesiger Personenaufwand für den ClearCase. Und für die war das so, die haben halt gesehen, Mensch, ich muss nicht ständig mit dem zentralen Server reden. So, ich spare einfach Zeit ein. Wenn ich was kaputt gemacht habe, kann ich das lokal einfach schnell wieder reparieren und muss nicht einen komplett neuen Clone machen. Ich kann zum Beispiel mir einen das geht ja bei Git und Mercurial, ich kann ja mir einen Clone runterziehen und kann den Cloner lokal mehrfach klonen für meine Arbeit. Wenn ich den kaputt gemacht habe, lösche ich den, mache mir einen neuen lokal. Ne? Und ich denke, solche Sachen sind eigentlich das, wo man versuchen kann, die Motivation drüber aufzubauen, zu sagen, schau mal, du kannst hier schneller arbeiten, du kannst hier komfortabler arbeiten, du hast eigentlich mehr Sicherheit als vorher. Und was natürlich auch ein großes Argument ist, man kann endlich in Branches arbeiten. Also ich kenne das auch noch in SVM mit Branches arbeiten. Es geht nur, wenn die Leute sich alle tierisch zusammenreißen und immer schön wieder mit dem Master mergen. Sonst geht das alles in die Hose. Hier ist es eigentlich total egal, ob du ein halbes Jahr lang mergst oder nicht. Klar musst du die Konflikte beheben. Aber es ist halt nicht so wie bei SVM, dass dir das halt um die Ohren fliegt und auf einmal geht der Branch nicht mehr in den Hauptbranch rein und fragst dich, wie du dieses Ding jemals noch releasen sollst. Und das sind eigentlich, finde ich, immer so die Hauptargumente. Aber da müssen natürlich auch die Schmerzen dann da sein bei den Leuten. Sonst sehen die das nicht als Problem. Es gibt bei uns in der Firma auch zurzeit ein Projekt für die Einführung von Git. Und da ist eigentlich das Hauptargument von mir gewesen, dass man halt solche Sachen wie Staging machen kann. Dass man sagen kann, man hat zum Beispiel so ein CI-System, das baut. Und nur wenn das baut, pusht das dann automatisch in irgendein weiteres Repository, wo dann qualitätsgesicherter Code drin ist. Also das ist so das Argument auch bei großen Projekten bei uns. Ja. Das ist das, was ich eingangs meinte, dass dezentrale Versionsverwaltungssysteme dich von diesem klassischen einen Server viele User entkoppeln. Und wie Jan gerade erzählt hat, man kann dann eben sagen, es gibt einen Server für die Entwickler, da wird drauf committed, der wird geprüft und dann gibt es einen zweiten Server und der ist nur von dem QA-System aus erreichbar. Und was auf dem Server ist und von da der wird deployed, ist dann vorher schon getestet. Ne? Und so Sachen sind mit SVN nur mit artistischen Übungen erreichbar, aber nicht so wirklich auf dem einfachen Weg. Ne? Ja. Und es gibt sogar Leute, da bin ich kein Fan von, aber man kann das machen, man kann auch Git und Mercurial als Deployment-Tools benutzen.
Aber das ist nicht unbedingt ein guter Stil, aber es geht. Ja. Benutzt du Bitbucket oder sowas? Und habt ihr irgendwie bei dir in der Firma auch eine eigene Lösung für so Kollaborationen, irgendwie so eine Webplattform ja, oder sowas? Ich benutze Bitbucket, ich benutze GitHub. Und es gibt für Mercurial einmal das HG Web, das ist direkt eingebaut, was wir auch vorhin schon im Screenshot gesehen haben. Das kannst du eben ganz normal, wenn du jetzt ein Apache mit Mod WSGI hast oder einen anderen Server, der WSGI Application Server laufen lassen kann, laufen lassen. Oder eine Alternative dazu ist, das ist auch Open Source, ist Rhodecode. Also R-H-O-D-E-C-O-D-E geschrieben. Das ist aber auch auf der Mercurial Homepage verlinkt. Das ist auch so ein komplettes Frontend. Und das Rhodecode bringt sogar so Features mit wie Code Review und Anbindung an LDAP und solche Geschichten. Das ist dann sehr praktisch. Das hier mal ruhig weiterreden. Ich versuche hier nur nebenbei den. Das ist hier. Das ist Rhodecode, jetzt passt das hier noch nicht so ganz. Sieht man das? Das ist Rhodecode als quasi eigener Server dann fürs Unternehmen und hier kriegt man eben so noch den Code-Review dazu, das ist recht praktisch. Genau. Ich kann ja nochmal schnell hier vor alle rausrennen, die letzte Folie zeigen. Da sind nämlich noch ein paar Links drauf gewesen, wo man unter anderem, die oberste Link ist die Mercurial Homepage, da ist auch ein Wiki mit dabei und da sind ganz viele solche Lösungen halt verlinkt und so weiter, da kann man solche Sachen finden. Das nächste ist ein komplettes Buch über Mercurial und ein Tutorial und das noch ein Tutorial. Also das sind alles so Sachen, um, wenn man jetzt mal anfangen will, das zu lernen, kann man sich an den URLs da weiterbilden. Ja, ja, dann vielen Dank nochmal für diesen Vortrag, für diese Einführung auch in Mercurial. Und ich möchte erinnern, zum einen an die Bierdeckel natürlich und zum anderen möchte ich erinnern, dass wir jetzt das Foto machen. Das heißt, die roten T-Shirts anziehen alle und, oder beziehungsweise die Jacken ausziehen und dann draußen.